Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie wieder sehr herzlich begrüßen zu unserem Webinar Untersuchungspflichten am Arbeitsplatz, das heutige Thema. Wir sind schon sehr gespannt, was uns unsere heutige Referentin, die Arbeitsinspektionsärztin Frau Dr. Sonja Capellari, diesbezüglich erzählen wird. Ein sehr wichtiges Thema, das viele Betriebe betrifft. Und wir hoffen, dass Sie heute viele neue und wissenswerte Anhaltspunkte mitnehmen können. Möchte gleich die Frau Dr. Sonja Capellari ein Grüß Gott wünschen. Freut mich, dass Sie heute mit dabei sind. Wir machen dieses Webinar immer in Kombination, in Kooperation mit dem Fösi. Danke, dass das Fösi auch immer wieder mit dabei ist. Die Sparte Industrie und die Fachgruppe der österreichischen Ingenieurbüros. Ohne diese Kooperation würden wir diese Webinare so nicht durchführen können. Danke an die Kollegen und Kolleginnen, dass sie auch immer wieder tatkräftig hier mit dabei sind. Kurze organisatorische Information an Sie. Sie können während des Webinars Fragen stellen. Sie haben am rechten Bildrand eine Leiste mit einem orangen Button. Dort können Sie draufklicken, dann geht ein Fenster auf, das Chatfenster. Wenn Sie hier Ihre Frage eingeben und an uns schicken, dann sehen wir sie. Wir werden die Fragen blockweise beantworten. Es gibt zwei Teile des Webinars. Nach dem ersten Teil werden wir die Fragen beantworten, die diesbezüglich gekommen sind und dann am Ende des Webinars. Ja, das war es von meiner Seite her ganz kurz und übergebe gleich das Wort an die Frau Dr. Capellari. Dankeschön. Einen schönen Vormittag. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit erhalten habe, Ihnen Wesentliches zu den Untersuchungen im Arbeitsschutz mitzuteilen. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Untersuchungen: die Eignungs- und Folgeuntersuchungen, die auch als Pflichtuntersuchungen bezeichnet werden können, obwohl es diesen Ausdruck, diesen Begriff im Gesetzestext nicht gibt. Und die zweite Art der Untersuchungen, das sind freiwillige Untersuchungen. Sie sind von den Arbeitgeberinnen den Beschäftigten anzubieten. Die Beschäftigten müssen aber diese Untersuchungen nicht durchführen lassen. Im ersten Teil des Vortrages möchte ich Ihnen die unterschiedlichen Untersuchungen kurz vorstellen und der zweite Teil beschäftigt sich dann detaillierter mit den Eignungs- und Folgeuntersuchungen, mit den sogenannten Pflichtuntersuchungen. Also wir werden im zweiten Teil dezidiert auch die Einwirkungen und Tätigkeiten kurz besprechen, die eben Pflichtuntersuchungen bedingen und Wesentliches zur Informationsweitergabe von Arbeitgeberinnen an Untersucherinnen und umgekehrt thematisieren. Also welche Arten von Untersuchungen gibt es im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz? Wie schon eingangs erwähnt, Eignungs- und Folgeuntersuchungen, die verpflichtend sind für die Beschäftigten, sofern sie bestimmte Tätigkeiten ausführen. Ich habe Ihnen hier kurz den Gesetzestext niedergeschrieben, sodass er Ihnen vielleicht, wenn Sie ihn dann tatsächlich im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz nachlesen, nicht ganz so fremd vorkommt. Tatsache ist es, dass die Untersuchungen im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz grob geregelt sind und dass es eine Verordnung über die Gesundheitsüberwachung gibt, die dann die näheren Informationen zu diesen Untersuchungen gibt. In Paragraph 49 Arbeitnehmerinnenschutzgesetz ist festgehalten, dass mit Tätigkeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit besteht und bei denen eine arbeitsmedizinische Untersuchung im Hinblick auf die spezifische mit dieser Tätigkeit verbundene Gesundheitsgefährdung prophylaktische Bedeutung zukommt, Arbeitnehmerinnen nur beschäftigt werden dürfen, wenn sie vor Aufnahme der Tätigkeit eine solche Untersuchung durchführen ließen und bei fortdauernder Tätigkeit diese Untersuchungen in regelmäßigen Zeitabständen durchführen lassen. Bei den freiwilligen Untersuchungen
ist es ähnlich. Auch die sind im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz und in einer Verordnung geregelt, in der Verordnung über die Gesundheitsüberwachung. Hier, ich habe es Ihnen fett markiert, müssen Arbeitgeberinnen dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen, die eine solche Tätigkeit ausüben, auf die ich dann später näher eingehen werde, sich auf eigenen Wunsch vor Aufnahme dieser Tätigkeit sowie bei Fortdauer der Tätigkeit in regelmäßigen Zeitabständen einer solchen Untersuchung unterziehen können. Also dieser Passus ist gleich. Es gilt wieder die Voraufnahme der Tätigkeit und bei Fortdauer der Tätigkeit in regelmäßigen Zeitabständen. Und diese Zeitabstände sind wiederum in der Verordnung über die Gesundheitsüberwachung näher geregelt. Im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz gibt es dann weiters die Idee dazu oder die Gedanken dazu, wann solche sonstigen besonderen Untersuchungen, also solche freiwilligen Untersuchungen anzubieten sind. Also es werden physikalische Einwirkungen, gefährliche Arbeitsstoffe aufgelistet, besonders belastende Arbeitsbedingungen oder eben Tätigkeiten, bei deren Ausübung durch gesundheitlich nicht geeignete Arbeitnehmerinnen eine Gefahr für die Arbeitnehmerinnen selbst oder für andere Personen entstehen kann. Eine dieser sonstigen besonderen Untersuchungen betrifft die Einwirkung von Lärm. Hier möchte ich gleich dazu erwähnen, bei Lärm gibt es sowohl Pflichtuntersuchungen, nämlich wenn man über einen Dezibelwert von über 85 oder über 85 Dezibel Lärmpegel am Arbeitsplatz spricht, der eben auf 8 Stunden gerechnet oder bei wechselnden Einwirkungen auf 40 Stunden gerechnet wird. Und es gibt diese freiwilligen Untersuchungen, die Arbeitgeber anzubieten haben, wenn am Arbeitsplatz 80 Dezibel für 8 Stunden oder bei wechselnden Einwirkungen über 40 Stunden gerechnet sich ergeben. Oder wenn es sogenannte Peaks, also kurze, starke Lärmeinwirkungen gibt, die eben 135 Dezibel entsprechen oder lauter sind. Wobei dieses zweite Thema eher nicht sehr häufig vorkommt und auch nicht sehr häufig vorkommen sollte eigentlich zum Schutz der Beschäftigten. Weiters sind diese freiwilligen Untersuchungen anzubieten, wenn krebserzeugende Arbeitsstoffe verwendet werden, welche nicht über diese Pflichtuntersuchungen geregelt sind, wenn biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2, 3 oder 4 gemäß § 40 Arbeitnehmerinnenschutzgesetz im Einsatz sind, also wir denken da zum Beispiel an die Müllsortierung, da habe ich mit biologischen Arbeitsstoffen zu rechnen. Freiwillige Untersuchungen sind anzubieten, wenn Vibrationen am Arbeitsplatz auftreten. Man unterscheidet Hand-Arm-Vibrationen oder Ganzkörper-Vibrationen. Die Auslösewerte stehen auf dieser Folie. Und wenn diese erreicht sind, haben eben Arbeitgeberinnen den Beschäftigten Untersuchungen anzubieten. Ebenfalls trifft dies zu bei inkohärenten künstlicher optischer Strahlung oder kohärenter optischer Strahlung oder wenn es am Arbeitsplatz elektromagnetische Felder in einer bestimmten Höhe gibt, sind auch von den Arbeitgeberinnen Untersuchungen anzubieten. Sie kennen auch vielleicht die Bildschirmuntersuchungen oder ich hoffe, Sie kennen sie. Diese sind in der Bildschirmarbeitsverordnung geregelt. Da ist eben festgehalten, dass Arbeitgeber hat Arbeitnehmerinnen bei Vorliegen von Bildschirmarbeit eine angemessene Untersuchung der Augen- und des Sehvermögens anzubieten, wiederum vor Aufnahme der Tätigkeit und in Abständen von 3 Jahren sowie bei Auftreten von Sehbeschwerden, die auf die Bildschirmarbeit zurückgeführt werden können. Hier habe ich Ihnen auch aufgelistet, wer diese Untersuchungen durchführen kann. Das ist bei diesen einzelnen Untersuchungen
immer etwas unterschiedlich. Bei den Bildschirmuntersuchungen sind es jedenfalls Fachärztinnen für Augen, Heilkunde und Optometrie, Fachärztinnen für Arbeits- und Betriebsmedizin, Arbeits- und Betriebsmedizinerinnen, die keine Fachärzte sind und Personen, die der Meisterprüfung im Augenoptikerhandwerk, die erfolgreich eben abgelegt haben, sind auch zur Überprüfung der Sehschärfe laut Gesetz vorgesehen. Dann gibt es noch im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz eine Regelung im § 81, die besagt, dass Arbeitgeberinnen dafür zu sorgen haben, dass alle Arbeitnehmerinnen sich auf Wunsch einer regelmäßigen geeigneten Überwachung der Gesundheit, je nach den Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, durch Arbeitsmedizinerinnen eben anzubieten haben. Sie sehen hier, hier sind spezifisch die Arbeitsmedizinerinnen genannt und das gilt grundsätzlich für alle freiwilligen Untersuchungen. Also Arbeitsmedizinerinnen können diese freiwilligen Untersuchungen jedenfalls immer durchführen. Wichtig ist aber die Kenntnis des Arbeitsplatzes. Und das Ziel der Untersuchungen am Arbeitsplatz ist es eben, dass arbeitsbedingte Erkrankungen oder eben beziehungsweise und eben Berufskrankheiten verhindert werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das immer wieder verwechselt wird, dass diese Untersuchungen, von denen ich soeben gesprochen habe, also die im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz geregelt sind, keine allgemeinen Vorsorgeuntersuchungen darstellen. Das Ziel der allgemeinen Vorsorgeuntersuchungen ist ein ganz anderes. Die sind im ASVG geregelt und die Untersuchungen im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz stellen spezifisch auf die einzelnen Tätigkeiten im Arbeitsschutz ab und haben für die Volksgesundheit im Wesentlichen nur eingeschränkte Bedeutung, ja, weil es geht um eine Tätigkeit im Berufsgebiet oder im Aufgabengebiet. Und die Grundlage für diese Art der Untersuchungen stellt die Ermittlung und Beurteilung der Exposition bzw. die Kenntnis der Arbeitsbedingungen dar. Das ist ebenso wichtig, wenn jetzt ein Arbeitsmediziner auf eine bestimmte Tätigkeit untersucht, ist es wichtig, dass er sie weiß, wie der Arbeitsplatz jetzt näher ausschaut, um eben die Untersuchungsergebnisse auch gut beurteilen zu können und festlegen zu können, welche Maßnahmen gefordert sind. Natürlich sind all diese Untersuchungen unterliegen dem Datenschutz und der Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, Sie brauchen keine Sorge haben, wenn Sie eben untersucht werden, dass Ihre Daten weitergehen. Das darf gar nicht sein. Wesentlich ist, dass die Information weitergeht, was erforderlich ist, um die Beschäftigten am Arbeitsplatz gesund zu erhalten. Das wollen wir, denke ich, alle, die Beschäftigten wie auch die Arbeitgeberinnen. Das wäre jetzt der erste Teil. Okay. So, Fragen sind jetzt an uns zwar gestellt worden. Vielleicht sage ich es noch geschwind dazu, und zwar die Webinarunterlagen bekommen Sie zur Nachlese auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Einmal den Mitschnitt des Webinars und B, auch die Beantwortung der Fragen und die Webinarunterlagen. Also Sie können dies alles dann auf unserer Website dann nachlesen. Wird circa nächste Woche dann zur Verfügung stehen. Einstweilen haben wir sonst keine Fragen, können wir weiter. Nein, also ganz, ganz wesentlich ist es mir, dass Sie zwei ganz wichtige Punkte für heute mitnehmen, dass es Eignungs- und Folgeuntersuchungen gibt, die verpflichtend sind, die ich jetzt näher besprechen werde, und dass es eine Vielzahl von freiwilligen Untersuchungen gibt, die Arbeitgeberinnen anzubieten haben, die aber Arbeitnehmerinnen nicht durchführen lassen müssen. Aber in vielen Fällen ist es sehr hilfreich, diese
durchführen zu lassen, damit man eben rechtzeitig erkennt, gibt es irgendwas, wo ich als Arbeitnehmerin gut aufpassen soll, dass ich mir meine Gesundheit durch die Einwirkungen am Arbeitsplatz erhalten kann. Was ist jetzt eben im Zusammenhang mit Pflichtuntersuchungen zu beachten? Ich bin schon etwas darauf eingegangen, also die Evaluierung der Untersuchungspflicht, das gilt natürlich auch für die freiwilligen Untersuchungen, aber ganz besonders für die verpflichtenden Untersuchungen, weil ich es als Arbeitsinspektionsärztin erlebe, dass immer wieder Untersuchungen verpflichtend durchgeführt werden, die gar nicht verpflichtend wären. Und da gibt es dann Datenschutzprobleme und Probleme der Verschwiegenheit. Darauf komme ich dann später noch zu sprechen, aber das ist ganz, ganz wichtig. Es ist bei diesen verpflichtenden Untersuchungen so, wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin zur Kenntnis kommt, dass eben bestimmte Tätigkeiten vorliegen, dann kann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin nicht sagen, das mache ich jetzt nicht oder das mache ich in nächster Woche oder irgendwann. Nein, Sie haben es gehört. Vor Aufnahme der Tätigkeit sind diese Untersuchungen durchzuführen und eben in gewissen Abständen, die gesetzlich geregelt sind. Also das ist einzuhalten, wenn man zur Erkenntnis kommt, es gibt diese verpflichtenden Untersuchungen. Und diese Erkenntnis erlangt man darüber, dass man die Ermittlung und Beurteilung von Arbeitsstoffen bzw. der Tätigkeiten am Arbeitsplatz durchführt, dass man die Einwirkung ermittelt, beziehungsweise die Exposition. Wie hoch ist diese? Ich habe Ihnen im ersten Teil des Vortrages gesagt, dass Untersuchungen, Pflichtuntersuchungen der Verhinderung von Berufskrankheiten dienen. Es ist aber auch so, dass wenn die Einwirkungen sehr, sehr gering sind, weil Arbeitgeberinnen Maßnahmen installiert haben, die die Einwirkungen so gering wie möglich halten, keine Berufskrankheiten entstehen können. So ehrlich muss man sein. Und jeder Betrieb darf sich deklarieren und sagen, ich habe so tolle Absaugeinrichtungen zum Beispiel errichtet, die funktionieren optimal, sie werden regelmäßig geprüft. Also die Einwirkung für die Beschäftigten ist so minimal, dass nie eine Berufskrankheit entstehen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Was muss man noch tun bei dieser Evaluierung der Untersuchungspflicht? Also ich bin schon darauf eingegangen, wenn man feststellt, dass Arbeitnehmerinnen gegenüber Arbeitsstoffen zum Beispiel exponiert sind, ist es wichtig, Maßnahmen zu treffen, dass eben die Aufnahme dieser Stoffe so weit wie möglich verhindert wird. Wenn man zur Erkenntnis kommt, dass eine Untersuchungspflicht besteht, dann ist es auch zu dokumentieren, sodass das klar für jeden, der im Betrieb verantwortlich ist, hervorgeht, die und die und die Person unterliegt dieser und dieser Untersuchungspflicht am Arbeitsplatz. Also das sollte man natürlich auch für die freiwilligen Untersuchungen machen, aber das Arbeitsinspektorat oder ich, meine Kolleginnen, die Arbeitsinspektionsärztinnen, fragen besonders dann nach, wenn es Pflichtuntersuchungen gibt, ob die gerechtfertigt sind und wie die Arbeitsbedingungen sind. Also da ist es sehr gut, wenn Sie das alles dokumentiert haben. Dann ist es natürlich so, dass die Information und Unterweisung der Arbeitnehmerinnen erfolgen sollte und das so gut wie möglich erklärt werden sollte, weil auch Arbeitnehmerinnen sind oft der Meinung, dass diese Untersuchungen, diese Pflichtuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen ersetzen. Also diese Informationen sind ganz, ganz wichtig, dass man die auch an den Arbeitnehmerinnen, an den Arbeitnehmer bringt. Und erforderlichenfalls, und da gehe ich auch später noch drauf ein, wenn es zum Beispiel in Untersuchungsergebnissen vermutlich Hinweise darauf gibt, dass am Arbeitsplatz etwas nicht ganz in Ordnung ist, dann werden Sie als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin dazu aufgefordert, die Maßnahmen zu überprüfen, beziehungsweise wenn Sie Veränderungen durchführen, zum Beispiel die Menge der Arbeitsstoffe erhöhen, die im Einsatz sind und aus denen Pflichtuntersuchungen resultieren,
dass auch hier die entsprechenden Anpassungen erfolgen. Welche Einwirkungen und Tätigkeiten können nun diese Pflichtuntersuchungen bedingen? Ich habe Ihnen schon gesagt, in der Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz sind die näheren Regelungen zu diesen Untersuchungen festgehalten. Und da steht eben im Paragraph 2 dieser Verordnung, dass es bei einer Menge von Arbeitsstoffen, ich möchte die jetzt nicht alle hier runterlesen, es Pflichtuntersuchungen, sagen wir mal so, geben könnte. Oder dass man prüfen muss, ob es eben Untersuchungen geben muss, weil diese Einwirkungen vorliegen. Mangan habe ich fett markiert, Chrom-6-Verbindungen, Nickel und seine Verbindungen oder Aluminium. Diese Stoffe kommen an Schweißarbeitsplätzen vor. Also bei Edelstahlschweißern sind es Chrom-6-Verbindungen und Nickel-Verbindungen. Bei Schweißern, die Aluminiumwerkstoffe verwenden, wird es Aluminium sein und Mangan ist im Schwarzstahl vorhanden. Und bei Mangan ist relativ kürzlich der Grenzwert ums 10-fache gesenkt worden. Es ist so, dass wir immer wieder feststellen, dass es leider an Schweißarbeitsplätzen zu Überschreitungen dieses Wertes kommt und dann ist bis zur Sanierung unbedingt sind diese Untersuchungen durchzuführen. Natürlich auch Quarz. Quarz ist ein Arbeitsstoff, der sehr ubiquitär vorkommt und wenn eine bestimmte Grenze überschritten wird, dann sind Untersuchungen durchzuführen und eben bei Schwarzstahl ist es Schweißrauch und Mangan, wenn Mangan in diesen Konzentrationen vorkommt, dass Untersuchungspflicht besteht. Und da haben wir nur eine Menge von Stoffen, die sie wahrscheinlich nicht so gut, je nachdem woher sie kommen, aber aus der chemischen Industrie sind diese Stoffe natürlich bestens bekannt. Früher gab es häufig Untersuchungen auf Tolol und Xylol bei den Lackierern. Die AOVA hat über Messserien festgestellt, dass die Xylol-Einwirkung bei gut gewarteten Spritzlackierkabinen so gering ist, dass die Untersuchungen hinfällig sind, also dass es eben zu keiner Berufskrankheit kommen kann. Und Toluol ist nur mehr, soweit ich informiert bin, in aromatenhaltigen Nitroverdünnungen vorhanden. Das heißt, diese Untersuchungspflicht, die sich auch daraus bedingt, dass man mehr als eine Stunde pro Arbeitstag mit diesen Einwirkungen zu tun haben muss, damit eine Untersuchungspflicht daraus resultiert, das kann es bei Spritzlackierern also eigentlich nicht mehr geben. Und ich muss darauf hinweisen, dass aromatenhaltige Nitroverdünnungen eigentlich durch aromatenfreie Nitroverdünnungen ersetzt werden sollten. Und ich habe Ihnen noch die Isocyanate hier fett markiert. Die Isocyanate kommen eben jetzt bei zwei Komponenten Lacksystemen sehr, sehr häufig in Spritzlackierereien vor, also Autolackierereien wie auch bei Tischlereien. Also hier ist dann zu prüfen, ob eine Untersuchungspflicht besteht. Also eine der Bedingungen ist, dass man mehr als eine Stunde vor Arbeitstag mit dieser Einwirkung beschäftigt ist oder mehr als 5 Stunden pro Arbeitswoche. Wenn man geringer damit beschäftigt ist, ist es das eine pragmatische Vereinbarung natürlich, aber kann es fast gar nicht vorkommen, dass man eine Berufskrankheit sich durch diese Einwirkung holt. Es gibt aber noch Tätigkeiten auch, nicht nur Einwirkungen von Stoffen, sondern auch Tätigkeiten, die Pflichtuntersuchungen bedingen. Ich habe sie Ihnen hier notiert. Also das sind Tätigkeiten, bei denen Atemschutzgeräte mit einer Masse von mehr als 5 Kilogramm länger als 30 Minuten durchgehend getragen werden müssen. Dann Tätigkeiten im Rahmen von Gasrettungsdiensten und Grubenwehren. Also die kommen schon relativ selten vor, Grubenwehren, aber Gasrettungsdienste gibt es doch noch häufiger. Und eine Tätigkeit, die Hitze bedingt im Sinne des Nachtschwerarbeitsgesetzes, da gibt es auch verpflichtende Untersuchungen, die Arbeitnehmerinnen durchführen lassen müssen, ich wiederhole es wieder, wenn sie eben diese Tätigkeiten ausüben, vor
Beginn der Tätigkeit, also wenn Sie in einem Betrieb beginnen, wo Sie einer Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind, ist diese Untersuchung durchzuführen. Da wird geschaut, ist diese Person überhaupt in der Lage, diese Hitze auszuhalten, und in einem gewissen Abstand, bei Hitze sind es 2 Jahre, sind eben diese Untersuchungen in der Folge durchzuführen. Sofern es Veränderungen gibt, die auffällig sind, müssen die Untersuchungen in kürzeren Intervallen durchgeführt werden. Ich zeige Ihnen dann einen Untersuchungsabschnitt, damit Sie sich besser damit zurechtfinden können, was ich meine. Und dann gibt es auch noch Pflichtuntersuchungen im Bergbau. Ich bin jetzt seit mehr als 4 Jahren im Arbeitsinspektorat Oberösterreich Ost beschäftigt. Also solche Untersuchungen kamen mir in diesen 4, 5 Jahren nicht unter. Aber es gibt zunehmend Räume, in denen die Sauerstoffkonzentration zum Zwecke der Brandvermeidung unter 17 Volumensprozent herabgesetzt ist. Und auch hier gibt es Pflichtuntersuchungen für Beschäftigte, wenn sie diese Räume betreten wollen. Also hier gilt diese Stunde nicht. Es ist wichtig, dass, wenn Beschäftigte plötzlich in eine andere Atmosphäre kommen, sie sich sicher sein können, dass es dann nicht zu Herz-Kreislauf-Problemen kommt. Und deswegen gibt es hier Eignungs- und Folgeuntersuchungen, die verpflichtend sind. Und das ist wahrscheinlich die Untersuchung, die am bekanntesten ist, wenn man einer Lärmeinwirkung am Arbeitsplatz von mehr als 85 Dezibel ausgesetzt ist, beziehungsweise diesen Spitzenwerten von mehr als 137 Dezibel, dann sind auch dort verpflichtende Untersuchungen auf die Einwirkung von Lärm durchzuführen. Sie haben es vorhin gehört, also bei einer geringeren Dezibelanzahl unter 85 bis 80 haben die Arbeitgeberinnen freiwillige Untersuchungen anzubieten, aber ab 85 Dezibel handelt es sich um verpflichtende Untersuchungen. Und hier gibt es einen Unterschied zu den Folgeuntersuchungen, die sonst über diese Pflichtuntersuchungen geregelt werden. Hier heißen die Folgeuntersuchungen nicht Folgeuntersuchungen, sondern wiederkehrende Untersuchungen, weil vereinfachte Untersuchungen möglich sind. In einer Abfolge von 5 Jahren wird immer wieder das Gehör kontrolliert, um eben feststellen zu können, gibt es da Verschlechterungen der Hörfähigkeit. Ich muss aber dazu sagen, dass es ganz, ganz wesentlich ist, dass man immer guten Gehörschutz trägt, weil nur diejenigen, die schlecht hören, wissen, was das tatsächlich bedeutet, dass man da eigentlich fast sich schwer tut, an der Gesellschaft teilzuhaben, weil wenn mehrere Menschen sprechen und man schlecht hört, ist man ins Out gedrängt, das muss man ehrlich sagen. Und es gibt gute Hörgeräteversorgung, aber die Prävention vor Gehörschäden ist sicher der beste Weg, als dann mit einer Hörgeräteversorgung leben zu müssen und sich trotzdem schwer zu tun in der Integration, wenn größere Gruppen sprechen. Also bitte schützen Sie Ihre Ohren, also Ihr Gehör, wenn Sie Lärmeinwirkungen ausgesetzt sind. Das sage ich jetzt auch noch dazu, weil die Zeit es zulässt. Ich habe in den letzten 5 Jahren sehr, sehr viele junge Menschen gesehen mit Hörverschlechterungen. Also da haben wir als Bevölkerung, also das meine ich jetzt nicht die Arbeitgeberinnen, sondern grundsätzlich wir in der Volksgesundheit, wirklich Sorge zu tragen, dass man da mehr Acht gibt, weil es schon ganz viele junge Menschen gibt, die unter Hörbeeinträchtigungen leiden. Und wir nehmen schon ganz stark an, dass das mit diesen Earplugs, also mit denen man ständig Musik hört oder wo man laute Musik hört regelmäßig,
die jungen und jugendlichen Leute sich selbst zufügen, diesen Schaden. Also das ist ganz, ganz schade und es wäre toll, wenn es da wieder eine andere Richtung gibt in Zukunft. Ja, ich habe schon erwähnt, es gibt Schweißerinnen, die grundsätzlich einmal Untersuchungen oder bei denen grundsätzlich einmal an Untersuchungen zu denken ist, also Schweißrauch und oder Mangan, je nach der Konzentration von Mangan im Stahl, Aluminium, Chrom-6 und Nickelverbindungen. Also das ist unbedingt zu prüfen, besteht da eine Untersuchungspflicht. Und dann ist eben zu prüfen, sind die Personen mehr als eine Stunde pro Arbeitstag ausgesetzt, mehr als 5 Stunden pro Arbeitswoche. Und dann ist zu prüfen, wenn ich zur Erkenntnis komme, das ist der Fall, wie hoch sind die Konzentrationen dieser Einwirkungen. Es fehlen uns an vielen Arbeitsplätzen Messergebnisse, aber Sie müssen bedenken, diese Untersuchungsergebnisse von Eignungs- und Pflichtuntersuchungen, die gehen zu den zuständigen Arbeitsinspektionsärztinnen. Also zum Beispiel im Großraum Linz, die kommen auf meinen Schreibtisch. Und das ist ganz, ganz schwer oder eigentlich unmöglich, wenn ich nicht weiß, wie die Arbeitsplätze ausschauen, ein Untersuchungsergebnis, das spezifisch auf diese Einwirkung abstellt, zu interpretieren. Also es wird in Zukunft immer mehr erforderlich sein, weil ich kann nicht anders als das einzufordern. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich heute vor Ihnen sprechen darf. Ohne das Wissen über die Bedingungen am Arbeitsplatz kann ich als Ärztin Untersuchungsergebnisse in Wahrheit nicht interpretieren. Also brauche ich das auf den Untersuchungsformularen. Selbiges bei Schleiferinnen von Edelstahl, da ist auf die Einwirkung von Nickelverbindungen zu denken. Nickel ist wie Chrom-6 ein krebserzeugender Arbeitsstoff. Mangan macht übrigens neurologische Schäden im Gehirn. Das ist ganz wichtig, dass dort die Konzentrationen so gering wie möglich sind. Und auch bei Mangan oder bei krebserzeugenden Arbeitsstoffen ist die Latenzzeit, dass man diese Gesundheitsschäden entdeckt, ist eigentlich eine eher sehr lange. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man für gute Bedingungen an den Arbeitsplätzen sorgt. Wenn man erst in 20, 30 Jahren dann erkennt, in Wahrheit ist da jemand erkrankt. Bei den Untersuchungen werden Laborparameter gesucht, die auf die Einwirkungen, auf die Höhe der Einwirkungen rückschließen lassen. Also bei Nickelverbindungen wird zum Beispiel Nickel im Harn gesucht und an Höhe dieser Nickelverbindungen, die im Harn gefunden werden, in Referenz zur Hintergrundbelastung, die auch bei der allgemeinen Bevölkerung besteht, kann man dann sagen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass eben diese Einwirkung vom Arbeitsplatz kommt. Und vielleicht sind einige unter Ihnen, die schon mal einen Briefwahl von mir gekriegt haben, wo ich dann nachfrage, wie sind jetzt die Bedingungen? Es steht nichts am Befund, ich kann den Befund nicht beurteilen. Ja, bei den Lackierinnen sind es die Einwirkungen von Isocyanaten, die in der Regel, außer die Einwirkung ist so gering, also von der Zeit oder von der Konzentration durchzuführen sind. Und in der Steinbearbeitung, Granitsteine enthalten Quarz, also da haben wir Quarzstoffuntersuchungen oder auch im Baugewerbe bei Abbrucharbeiten. Also das muss man dann genau evaluieren, wo kommen diese Einwirkungen vor. Und hier noch einmal so mein Appell, also Pflichtuntersuchungen sind von den Vorsorgeuntersuchungen, gesunden Untersuchungen nach dem allgemeinen Sozialversicherungsgesetz zu unterscheiden und sie stellen eben auf keinen Fall einen Ersatz für Vorsorgeuntersuchungen dar. Also ich habe es versucht zu schildern, bei der Nickeleinwirkung suche Nickel im Harn und es wird auch eine Lungenfunktion gemacht, aber all die anderen Parameter, die bei einer Vorsorgeuntersuchung wichtig sind und die wichtig sind, dahingehend abzuklären, ob sie in Gefahr laufen, zuckerkrank zu werden oder
eine Herz-Kreislauf-Störung vorliegt, die werden bei so spezifischen Untersuchungen nicht untersucht. Dürfen auch nicht, weil wie soll ich als Arbeitsinspektionsärztin die Erlaubnis haben, Daten zu bekommen, die die Arbeitnehmerinnen mir auf keinen Fall geben müssen. Ja? Also ich brauche nur die Daten, die mit der unmittelbaren Tätigkeit am Arbeitsplatz zusammenhängen, weil das ist meine Aufgabe, dass ich beurteile, ob diese Personen weiter am Arbeitsplatz beschäftigt werden dürfen oder ob man diese auch mitunter abziehen muss, weil eben die Gefahr oder es maßgebliche Hinweise gibt, dass eine Gefahr, eine Berufskrankheit im Anmarsch oder die Gefahr ist bereits im Anmarsch, also dass man Hinweise hat, dass es sich möglicherweise um eine Berufskrankheit entwickelt. Also da muss ich dann als sozusagen Behörde Maßnahmen setzen. Aber es geht mich nicht an, wie die Herz-Kreislauf-Funktion eines Schweißers ist. Ja, das ist sein Privatrecht. Die Pflichtuntersuchungen sind im Gegensatz von den freiwilligen Untersuchungen, die ja von den Arbeitsmedizinerinnen an sich durchgeführt werden können, sind die Pflichtuntersuchungen von sogenannten ermächtigten Ärztinnen durchzuführen. Da gibt es eine Liste im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, die eben anzeigt, welche Ärztinnen, welche Arbeitsmedizinerinnen zu den ermächtigten Ärztinnen gehören. Die haben eine spezielle Ausbildung in diese Richtung, deswegen nennt man sie dann ermächtigte Ärztinnen. Diese Untersuchungen, ich habe es schon mehrmals betont, dürfen von Arbeitnehmerinnen nicht verweigert werden, wenn diese untersuchungspflichtigen Tätigkeiten durchgeführt werden. Und die Ergebnisse dieser Untersuchungen, also diese Befunde, die sind dem ärztlichen Dienst des zuständigen Arbeitsinspektorates von den ermächtigten Ärztinnen zu übermitteln. Und die Beurteilung, ich habe es da rot markiert, ist eben nur möglich. Also Sie müssen sich vorstellen, ich sitze am Schreibtisch und schaue mir die Befundergebnisse an. Und wenn ich quasi als Hinweis nur habe, es handelt sich um einen Schweißer, tue ich mir schwer, die detaillierten Befundergebnisse, die eben in Bezug zum Schweißen stehen, zu beurteilen. Die Beurteilung der Untersuchungsergebnisse kann eben lauten geeignet mit vorzeitiger Folgeuntersuchung oder nicht geeignet. Wobei das nicht geeignet immer mittels einem Bescheidsverfahren abgehandelt werden sollte. Hier sehen Sie nun so einen Befundabschnitt, der von den ermächtigten Ärztinnen zurück an den Arbeitgeber geht. Also hier haben wir die Tischlerei Holzwurm. Der Max Mustermann ist untersucht worden. Er ist untersucht worden, weil er Lackierarbeiten durchführt auf Xylol, also was eben sehr strittig ist, wenn die Arbeitsbedingungen vor Ort passen. Dann ist Xylol eine Einwirkung, die eigentlich nicht mehr zu untersuchen ist. Und Isocyanate, wenn es um zwei Komponenten wenn zwei Komponentenlacke verwendet werden, die eben Isocyanate als Härter beinhalten, dann sind und der Herr Max Mustermann regelmäßig mehr als eine Stunde am Arbeitstag lackiert, gehe mal davon aus, dass der Arbeitsplatz gut abgesaugt ist, dann sind eben Isocyanate in der Regel zu untersuchen. Und als Beurteilung sehen Sie unten für Arbeiten mit schädigenden Stoff geeignet. Das bezieht sich auf Xylol und geeignet mit vorzeitiger Folgeuntersuchung. Entschuldigen Sie bitte, dass ich das da so schlecht markiert habe. Das sind die Isocyanate. Die haben normalerweise ein Untersuchungsintervall von einem Jahr, sind aber da nur auf ein halbes Jahr festgesetzt. Also, weil es eben Auffälligkeiten gab, muss der Herr Max Mustermann ein halbes Jahr früher zur Untersuchung kommen. Und wie schon
erklärt, dieser Abschnitt geht zurück an den Arbeitgeber und wenn der Arbeitgeber ein geeignet mit vorzeitiger Folgeuntersuchung im Untersuchungsabschnitt erhält, dann ist er eigentlich nach § 6 VGÜ verpflichtet, eine Nachevaluierung des Arbeitsplatzes durchzuführen. Das übersehen Arbeitgeberinnen oft. Also da muss man nochmal prüfen, sind die Maßnahmen, die ich laut Arbeitnehmerinnenschutz zu setzen habe, alle gesetzt? Funktioniert die Absaugung einwandfrei, weil sie regelmäßig gewartet wird? Und wenn ich dann die Nachevaluierung durchgeführt habe, keine Mängel feststelle, dann vermerke ich das in meinen Evaluierungsunterlagen, also in einem Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument. Und wenn ich eben feststelle, dass die Absaugung die Kapazitäten nicht mehr schafft, die jetzt durch die erhöhte Produktion sich bedingen und ich muss vielleicht eine neue Absaugung installieren, dann schreibe ich das auch ins Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument und schreibe eine Frist hin, in der ich das schaffen kann und ja, weiß damit sozusagen, das ist die Maßnahme und jeder, der sie vom Arbeitnehmerinnenschutz kontrolliert, also die Arbeitsinspektoren sehen auch, sie haben sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt, sie wissen, sie brauchen eine neue Absauganlage und das Budget lässt diese erst dann und dann zu. Also die technischen Maßnahmen werden dann und dann umgesetzt und vorübergehend, weil eben die Kapazität nicht mehr ausreicht, wird man mit einer persönlichen Schutzausrüstung den Arbeitnehmer entsprechend schützen. Ich denke, das ist gängige Praxis, dass man sich dessen bewusst ist. Und ich bekomme aber den gesamten Befundabschnitt. Also ich bekomme dann, oder die Arbeitsinspektionsärztinnen bekommen einen Befundabschnitt, wo eben speziell die Lungenfunktion, weil die ist bei den Isocyanaten zu überprüfen, draufsteht, wo der Harnwert eines Abbauproduktes von Xylol draufsteht. Und grundsätzlich wäre toll, dass draufsteht, eben von dem habe ich gesprochen, dass ich weiß, wie der Arbeitsplatz aussieht, dass man den entsprechend beschreibt, damit ich mir vorstellen kann, was beurteile ich jetzt da. Ja, weil Tischler-Lackierarbeiten kann viel sein. Ja, also eine nähere Beschreibung macht es mir deutlich leichter zu beurteilen, kommt jetzt sozusagen diese Auffälligkeit, die das geeignet mit vorzeitiger Folgeuntersuchung bedingt, eher vom Arbeitsplatz oder kommt es woanders her? Hier ist der Paragraph zu dieser Nachevaluierung, also wird im Rahmen der Gesundheitsüberwachung eine Gesundheitsbeeinträchtigung festgestellt, die nach Auffassung des der untersuchenden Ärztin, Arztes auf Einwirkungen bei der Arbeit zurückzuführen ist, so hat der die Arbeitgeberin die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren für den Arbeitsbereich des untersuchten Beschäftigten zu überprüfen. Und da steht nur mal dezidiert drinnen in diesem Gesetzestext, also das ist jedenfalls dann der Fall, wenn die Beurteilung geeignet mit vorzeitiger Folgeuntersuchung oder nicht geeignet lautet, wobei nicht geeignet, da bekommen Sie als Arbeitgeber immer Kontakt oder ich nehme mit Ihnen Kontakt auf oder meine Kolleginnen, die dafür zuständig sind. Das heißt also, wenn er geeignet mit vorzeitiger Folgeuntersuchung am Befundabschnitt steht, dann sind die technischen Maßnahmen zur Minimierung der Exposition von Arbeitsstoffen also zu überprüfen, ob eben diese ordnungsgemäß funktionieren oder verbessert werden müssen. Ob manchmal muss man, also bei Lackierarbeiten wird es immer erforderlich sein, dass man Atemschutzmaske trägt. Man sollte überprüfen, ob diese korrekt verwendet wird. Ich sehe immer wieder Bartträger mit Atemschutzmasken. Also da kann die Atemschutzmaske nicht ordnungsgemäß ihren Schutz erfüllen. Und oft sehe ich auch Atemschutzmasken, die nicht die nicht vor der jeweiligen Einwirkung, die die Beschäftigten haben, schützen. Also da gehört eine andere Atemschutzmaske dann her. Das muss man immer wieder
auch genau überprüfen, auch als Arbeitgeber, weil manchmal kauft irgendwer irgendwas ein und man kommt erst hinterher drauf. Das stimmt ja gar nicht. Und was ganz, ganz oft der Fall ist, speziell bei metallischen Einwirkungen, Nickel zum Beispiel, also dass die arbeitshygienischen Maßnahmen am Arbeitsplatz nicht ordnungsgemäß befolgt werden. Also dass mit schmutzigen Händen geraucht wird oder dass sogar am Arbeitsplatz gegessen wird, was zwar grundsätzlich verboten wäre, aber man denkt da nicht mit, dass man natürlich auch mit der Nahrung also diese Stoffe in sich aufnimmt. Ja. Und besonders tragisch ist sowas bei krebserzeugenden Arbeitsstoffen. Und wir haben es hoffentlich durch die Pandemie gelernt, dass Händewaschen zum Ziel hat, dass wir unsere Hände von Schmutz oder Keimen befreien, ja, und damit dann sorgenlos rauchen. Wobei rauchen würde ich nie sorgenlos tun, ja, aber essen kann. Ja, und hier ist nochmal das Schema zu den Pflichtuntersuchungen. Es ist eben die Ermittlung und Beurteilung der Untersuchungspflicht durchzuführen, also dass der Arbeitgeber mit, da wird er in der Regel Arbeitsmedizinerinnen benötigen oder auch die Sicherheitsfachkräfte, dass man sagt, besteht da jetzt eine Untersuchungspflicht, weil die Konzentration so und so hoch ist. Also im Gesetz, wenn Sie näher nachlesen, in § 2 der VGÜ ist zum Beispiel derzeit festgehalten, dass wenn man nur die Hälfte des Marktwertes von bestimmten Stoffen erreicht, weil man das messtechnisch nachweisen kann, sind Untersuchungen nicht erforderlich, weil sie eben dann nicht zu einer Berufskrankheit führen, weil die Einwirkung dann nicht zu einer Berufskrankheit führen kann. Also noch einmal mein Appell, wenn Sie als Arbeitgeber Maßnahmen setzen, die die Gesundheit der Beschäftigten schützt, und zwar so schützt, dass man sagen kann, es kann keine Berufskrankheit entstehen, dann ist eine Untersuchung sinnlos. Im Gegenteil, Sie können deklarieren, wir sorgen so intensiv für die Gesundheit der Beschäftigten, dass selbst diese Pflichtuntersuchungen nicht erforderlich sind. Wenn sie aber erforderlich sind, dann sind diese Untersuchungen von ermächtigten Ärztinnen durchzuführen und die Beurteilung der Ergebnisse der Untersuchungen werden einerseits zum Arbeitgeber oder Überlasser gesendet und andererseits eben, also die Beurteilung wird zum Arbeitgeber oder Überlasser gesendet, der gesamte Befund geht an den zuständigen ärztlichen Dienst des Arbeitsinspektorates. Und der schaut sich dann nochmal die Untersuchungsergebnisse an und manchmal setzt er Korrekturen dieser Beurteilungen der ermächtigten Ärzte. Und dann kommt der Briefwahl vom Arbeitsinspektorat zum Betrieb und sagt, der Herr XY oder die Frau XY ist nicht dann und dann zur Untersuchung, sondern dann und dann. Ja. Und natürlich stehen wir immer beim Arbeitsinspektorat für Fragen zur Verfügung. Zu beachten ist nur einmal, dass die Untersuchung als solche einen Eingriff in die persönliche Integrität des Menschen darstellt. Also dass nur so Pflichtuntersuchungen durchzuführen, geht eigentlich nicht, weil dies würde den Menschenrechten auch wieder entgegengesetzt sein. Also der Eingriff muss verhältnismäßig sein, dass er verhältnismäßig ist, das ist sozusagen Sorge auch von der Behörde bei der Umsetzung der Verordnung über die Gesundheitsüberwachung. Also, dass man eher Harnbefunde in der Verordnung etabliert als Blutbefunde, wenn es möglich ist. Wenn aber Blutbefunde aussagekräftiger sind, also zum Beispiel beim Verchromen ist es so, dass Chrom 6 im Blut untersucht werden muss, weil sonst keine adäquate Aussage getroffen werden kann, dann ist sozusagen der Eingriff schon ein etwas größerer, als dass er nur den Hahn abgeben muss als Beschäftigter. Und wie gesagt, der muss, wenn man zur Erkenntnis kommt, dass Pflichtuntersuchungen vorliegen. Und zudem gilt das Datenschutzgesetz und die ärztliche Verschwiegenheit. Also die ärztliche Verschwiegenheit geht grundsätzlich so weit, dass sie auch gegenüber Berufskolleginnen gilt. Also es ist nur
oder eine Möglichkeit, die gesetzlich geregelt ist, dass diese Verschwiegenheit nicht gilt, ist eben, dass, wenn es sich um Pflichtuntersuchungen handelt, die Arbeitsinspektionsärztin die Befunde der ermächtigten Ärztinnen bekommt, ohne dass die Arbeitnehmerinnen einwilligen müssen. Sonst muss ich als zum Beispiel ich als Sonja Capellari muss einwilligen, wenn mein Befund, den ich im Zuge der Vorsorgeuntersuchung, weiß ich nicht, mein Hausarzt weitergegeben wird, dann muss ich dazu einwilligen, grundsätzlich. Ja, werde in der Regel nichts dagegen haben. Aber Tatsache ist, dass wenn ich zum Beispiel meinem Internisten meine Vorsorgeuntersuchung mache, der nicht einfach die Befunde dann verschicken kann. Die gesetzliche Grundlage für die Übermittlung der Befunde der eigenen und Folgeuntersuchungen sind eben im Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz geregelt. Und dort steht auch, dass der Befund eben unverzüglich dem ärztlichen Dienst zu übermitteln ist. Und mittlerweile gibt es auch schon die elektronische Datenübermittlung oder auch schon, ja, das sollte längst schon möglich sein. Wir sind da jetzt auch nachgezogen, sagen wir so. Was ist jetzt noch ganz, ganz wichtig? Also ich habe Ihnen gesagt, als Arbeitsinspektionsärztin braucht man zur Beurteilung die Bedingungen, wie sie am Arbeitsplatz herrschen. Das brauchen aber auch die ermächtigten Ärztinnen. Deswegen ist wichtig, wie schaut die Tätigkeit aus? Wie hoch ist die Exposition? Wenn ich noch über keine Messungen verfüge, ist es wichtig, dass ich diese plan und eben dann in dieser Informationsweitergabe hinschreibe, dann und dann werden Messungen vorliegen. Und wie hoch die Expositionsdauer eben ist, also mehr als eine Stunde pro Arbeitstag, mehr als 5 Stunden pro Arbeitswoche, bedingen grundsätzlich Erstuntersuchungen. Und ja, das sollte alles eben festgeschrieben werden. Und diese Information ist ganz, ganz wichtig, dass sie von den Arbeitgeber an die Untersucherinnen geht und dann weiter von den Untersucherinnen auch an uns. Also ich habe versucht zu erklären, warum das so notwendig ist. Ja? Weil eine eingeschränkte Lungenfunktion kann durch viele Dinge eingeschränkt sein. Ja? Wenn ich aber weiß, die und die Exposition herrscht am Arbeitsplatz, kann ich sagen, diese eingeschränkte Lungenfunktion hängt wahrscheinlich nicht mit dem Arbeitsplatz zusammen. Ja? Oder sie hängt damit zusammen, je nachdem. Und umgekehrt ist es aber auch wichtig, also die technischen Maßnahmen sind natürlich zu beschreiben und die persönlichen Schutzmaßnahmen, damit ja, diese Informationen eben weitergehen. Umgekehrt ist es aber auch wichtig, dass vom Untersucher die Informationen rückgehen an den Arbeitgeber. Sie haben schon gesehen, in diesem standardisierten Formular geht jedenfalls die Beurteilung retour, aber manchmal ist es auch wichtig, dass der untersuchende Arzt feststellt, also bei dieser Tätigkeit ist auch eine Ermittlung und Beurteilung von Lärm durchzuführen, also wenn es um Schweißertätigkeiten geht und jemand ist auf Schweißrauch untersucht worden, aber Lärm hat man vielleicht vergessen, oder beim Schweißen hängt auch oft Schleifen dran, herrscht eine Vibrationsbelastung vor, die eben über dem Auslösewert ist und muss ich da freiwillige Untersuchungen den Beschäftigten anbieten. Also diese Informationen können eben von den Arbeitsmedizinerinnen rückgehen an die Arbeitgeberinnen und sind natürlich für diese sehr hilfreich. Oder bei Nachtarbeit ist immer Untersuchungen auch anzubieten, dass man darauf hinweist, wenn man als Untersucher feststellt, auf das hat der Arbeitgeber vielleicht vergessen. Ja, und natürlich ist wichtig auch, dass die Arbeitsmedizinerinnen dann auch eine arbeitsmedizinische Beratung bei den Beschäftigten durchführen, die viel detaillierter auf den Gesundheitsschutz hinweist, als es eben die Information und Unterweisung des Arbeitgebers kann, weil der einfach auch nicht über arbeitsmedizinische Kenntnisse verfügt.
Und es ist für den Arbeitgeber, glaube ich, auch hilfreich, wenn er weiß, dass der die Arbeitsmedizinerin über die korrekte Verwendung der BSA mit den Beschäftigten gesprochen hat, weil auch da gibt es oft Probleme, auch in der Hygiene, in den Hygienemaßnahmen, die die BSA betreffen und so weiter. Ja, ich habe Ihnen zum Schluss noch die wesentlichsten Verordnungen angeführt, wo Sie Details nachlesen können und natürlich auf der Homepage der Arbeitsinspektion, auf der Homepage der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin, GAMED, oder auch bei der AVA können Sie nähere Informationen nachlesen. Und immer wenn Sie Fragen haben, stehen wir vom Arbeitsinspektorat natürlich gerne zur Verfügung. Dankeschön. Würde ich gleich einhaken bei Fragen. Wir haben einige Fragen herbekommen. Doch. Und zwar können Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen die Eignungs- und Folgeuntersuchung verweigern? Nein. Kann man, wenn der Arbeitsstandort in Niederösterreich ist, zum Beispiel auch in Wien zur Untersuchung gehen? Ja, also es hängt davon ab, was sozusagen ausgemacht ist. Grundsätzlich müssen Pflichtuntersuchungen in der Arbeitszeit erfolgen. Also werde ich jetzt nicht unbedingt jetzt noch, weiß ich nicht, wenn ich in St. Pölten wohne oder arbeite, nach Wien reinpendeln, weil das muss man der Arbeitgeber nicht zahlen. Aber wenn ich jetzt sage, aus dem und dem Grund, der sehr plausibel ist, mache ich die Untersuchung an dem arbeitsmedizinischen Dienst zum Beispiel, ist das durchaus möglich. Nur muss man dann eine gute Vereinbarung mit dem Arbeitgeber treffen, weil der muss natürlich nicht für Kosten aufkommen, wenn die Untersuchung auch zum Beispiel in St. Pölten durchgeführt werden kann. Also für die Reisekosten und die Zeitkosten. Kann der Arbeitgeber auch eine Impfpflicht vorschreiben? Es ist so, wenn man mit bestimmten Tätigkeiten beschäftigt ist, oder es ist immer zu evaluieren, ja, welche Einwirkungen vorherrschen und ob es gegen diese Einwirkungen, zum Beispiel FSME bei Forstarbeitern, eine wirkungsvolle Impfung gibt. Wenn es diese gibt, dann, so steht es in der Verordnung biologische Arbeitsstoffe, dann haben Arbeitgeber diese Impfungen anzubieten. Was jetzt ins Arbeitsrecht geht mit Vorschreiben, Impfpflicht, da bin ich nicht die richtige Person, die darüber Auskunft geben kann. Mhm. Es ist aber so, wenn Sie dann nachlesen, also anzubieten sind diese Impfungen jedenfalls. Okay. Dankeschön. Wie kann eine Dezibelerfassung erfolgen? Gibt es hierfür externe Anbieter oder kann man sich Messgeräte ausleihen? Ja, es gibt Messgeräte, die man die Überblicksmessungen schaffen. Also Sie können da jederzeit beim Arbeitsinspektorat anrufen. Wir haben auch Messgeräte, wo wir Ihnen hilfreich zu unterstützen können und sagen können, das könnte ein Problem sein, das nicht. Aber die AOVA führt Lärmmessungen durch. Bei Lärm ist es ganz, ganz wichtig, dass man immer auch den Zeitfaktor mit einrechnet bei der Beurteilung und da haben Sie die Spezialisten bei der AVA. Also nehmen Sie mit Ihrer Landesstelle Kontakt auf. Bitte. Danke. Die nächste Frage geht wieder Richtung Messung und zwar, welche Stelle unterstützt bei der Messung der Arbeitsplatzkonzentrationen, zum Beispiel Mangan? Also hier ist es auch eine Stelle, die mit der AVA in engen Kontext steht, nämlich die österreichische Staub- und Silikosebekämpfungsstelle ÖSBS. Wenn Sie ein Kleinbetrieb sind, also der von AVA Präventivfachkräften betreut wird, bitten Sie bitte diese mit der ÖSBS in Kontakt zu treten und diese Untersuchung, also diese Messungen anzufordern. Ansonsten größere Betriebe haben in der Regel Strukturen, dass Sie wissen, mit wem Sie da in Kontakt treten. Oder es macht auch die Sicherheitsfachkraft und ersucht die ÖSBS um entsprechende Messungen. Danke. Und mal die letzte Frage, die auf, ja, ist doch eine aufgepoppt, aber das ist nicht ganz vollständig. Gibt es Untersuchungspflichten für EPU, also ein Personenunternehmen ohne Mitarbeiter, sprich rein für den Inhaber? Also
Das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz stellt nicht auf Selbstständige ab. Wenn Sie sich als Selbstständiger schützen möchten, macht es Sinn, dort nachzulesen, welche Einwirkungen sinnhafterweise, bei welchen Einwirkungen man sinnhafterweise Untersuchungen durchführen sollte, um eben sich selbst auch gut zu schützen. Aber wir geben gerne Auskunft dazu, nur zuständig sind wir nicht und das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz regelt das auch nicht. Aber Sie können Hinweise finden. Dankeschön. Also das war einmal eine Reihe von Fragen. Falls noch Fragen hereinkommen, dürfen wir sie vielleicht gerne weiterleiten oder die Unternehmen auch mit Ihnen Kontakt aufnehmen, weil es sind ja doch oft sehr spezielle Situationen und man sieht, wie komplex das Ganze auch ist. Genau. Da braucht man oft einen Spezialisten und Spezialistin, die dann sagen wir, mit Rat und Tat dann auch Antworten geben kann. Also Dankeschön nochmals für Ihre Zeit und für die profunde Kenntnisweitergabe. Ich habe jetzt für Sie noch ein paar kurze Informationen, und zwar aus Sicht unserer Abteilung vom Umweltservice der Wirtschaftskammer Oberösterreich hinsichtlich Förderangebote. Das hat jetzt nicht gleich direkt mit den Untersuchungen zu tun, aber gewerberechtlich in Richtung Betriebsanlagengenehmigungen gibt es auch immer wieder auch Anforderungen bei Änderungen von Betriebsanlagen, bei Neuerrichtungen etc., wo man relativ viel Zeit braucht oder auch die Expertise nicht hat, dies allein zu tun. Hier bieten wir eine Förderung von externen Beratern an, sogenannten Betriebsanlagencoaches. Bitte, wenn Sie hier Bedarf haben, wenden Sie sich an uns. Wir können hier bis zu 75% des Beratungshonorars fördern, maximal 750 Euro, ausgelegt für Klein- und Mittelbetriebe. Ist wirklich eine Unterstützung für Sie, eine zeitliche, A, bei der Erstellung und B, auch gelangen die Daten, die Informationen vollständig und richtig an die Behörde und somit wird das Verfahren auch schneller und für Sie dann auch unter Anführungszeichen her schneller zur Genehmigung der Änderung oder der Betriebsanlage überhaupt. Die Förderung wird aus der Wirtschaftskammer selbst finanziert und wir bitten hier wirklich, wenn Sie Bedarf haben, sich an uns zu wenden. Das nächste wäre, wenn Sie Probleme haben, rechtliche Fragestellungen bei Betriebsanlagengenehmigungsverfahren in einer Instanz, es kommt immer wieder vor, einschließlich auch der rechtlichen Materie, Baurecht, Raumordnung, Wasserrecht, das hängt ja meistens zusammen. Hier können wir zwei spezialisierte Anwaltskanzleien anbieten. Die Vertretung ist hier in drei Stufen möglich. Erste Stunde kostenlos, zweite Stufe 50% vom Pauschalbetrag 350 Euro, dritte Stufe sind wir 50% von 1.980 Euro bei 990 Euro Förderung. Also wenn hier irgendwo Probleme es gäbe, bitte wenden Sie sich auch an uns. Wir stellen hier gern den Kontakt auch zu den Rechtsanwaltskanzleien her. Des Weiteren haben wir Förderung, Beratung zum Arbeitnehmerschutz. Da sind wir beim heutigen Thema. Diese Förderung wird von der AUVA zur Verfügung gestellt. Das heißt, die AUVA stellt den Betrieben in Oberösterreich die Fördermittel zur Verfügung und wir als Wirtschaftskammer wickeln dies ab. Da sind wir immer wieder froh, dass wir diese Förderungstools haben. Wir haben hier zwei Bereiche, einmal zum allgemeinen Arbeitnehmerschutz, WEXAT, das heißt explosionsfähige Atmosphären, Wolf, elektromagnetische Felder etc. bis hin zur Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz. Hier haben wir auch 75% des Beratungshonorars und maximal 750 Euro Förderung. Berater, das möchte ich hier dezidiert darauf hinweisen, dürfen nur gemäß Beraterlisten ausgewählt werden. Die werden von der AUVA auch durchgesehen und für gut befunden. Also bitte, wenn Sie hier Bedarf haben, rufen Sie uns an. Wir haben heuer noch ein bisschen ein Kontingent zur Verfügung. Das Jahr neigt sich ja zu Ende. Aber wir werden für nächstes Jahr hier diese Förderung auch wieder anbieten. Bezüglich Informationsmaterialien finden Sie zu vielen Themen auf der Website der Wirtschaftskammer Oberösterreich unter Umweltservice Informationen vor, von Abfallwirtschaft, Chemie, Luftreinhaltung, gewerberechtliche Verfahren, Betriebsanlagen, Webinare, so wie das heutige, können Sie hier nachlesen.
Abwasser, Wasserwirtschaft bis hin zur Kennzeichnung finden Sie hier sehr viel Informationsmaterial. Also wenn Sie mal Zeit haben und Fragen haben, können Sie auch auf unsere Website gehen. Hier finden Sie auch viele Informationen vor. Das Umweltservice ist auch Außenstelle von Austria Standard Plus. Das heißt, Sie können bei uns kostenfrei Ölnormen und Entwürfe von Ölnormen einsehen. Das heißt, wenn Sie hier eine Ölnorm einsehen möchten, bitte kontaktieren Sie uns. Sie können dies auch in irgendeiner Bezirksstelle machen, wo immer Sie möchten. Wir müssen nur vorher Bescheid wissen, dann stellen wir das dort zur Verfügung und Sie können dies kostenfrei einsichten. Das heißt nicht, dass wir Ihnen das mitgeben dürfen. Das können wir leider nicht, aber Sie können sich die Unterlagen dort anschauen und durchlesen. Ja, dann gibt es noch was Spezielles, und zwar wir haben Newsletter-Rechtsvorschriften. Das heißt, wir versuchen in 13 Themen von Abfallwirtschaft wieder hin bis zu Arbeitnehmerschutz, Umweltförderungen, Chemikaliengesetz etc. hier die neuesten rechtlichen Entwicklungen immer an Sie zu senden. Das ist aber nicht kostenfrei. Wir verlangen einen kleinen Beitrag. Das heißt, das erste Thema würde 50 Euro pro Jahr kosten. Das nächste zusätzliche Thema 10 Euro pro Jahr wird sehr gut angenommen. Also wenn Sie hier Bedarf haben, bitte auch eine Nachricht an uns schicken. Das war es von mir in Kurzen. Ich möchte mich nochmal bedanken bei der Frau Dr. Capellari. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Danke auch ans Arbeitsinspektorat, dass wir da immer so eine gute Kooperation gemeinsam haben. Es freut mich sehr, weil Sie bekommen hier das Wissen wirklich aus erster Hand. Und Dankeschön nochmals. Wenn Sie weitere Fragen haben, Sie haben hier meine Kontaktdaten stehen, wenden Sie sich an uns. Würde mich freuen, wenn wir Ihnen weiterhelfen können, und würde mich auch freuen, wenn wir Sie wieder bei dem einen oder anderen Webinar demnächst begrüßen dürfen. Schönen Tag, schöne Woche noch. Bis demnächst. Wiedersehen.